Hallo Leute, heute gibt es mal wieder einen Repair Guide, diesmal zum Nokia 500. Und zwar wird hier der Display ausgetauscht. So. Erstmal Akku und Backcover raus. Dann natürlich die Schrauben, die hinten drin sind. Das sind insgesamt 4 Stück. Braucht man ein Opening Tool, vorher einen Torx-Schraubendreher, wie auch in dem letzten Video, exakt der gleiche. Und dann geht man hier zwischendurch so, und dann geht das Ganze auf. Das macht man von oben bis unten. Dann, wenn es geht, noch mal an der anderen Seite. Kriegt man auch das Ganze hier schon auf. Sehr vorsichtig machen. Hinten ist es noch nicht richtig raus. Am besten ist es natürlich, einfach über das ganze Gehäuse damit zu gehen. Mit dem Opening Tool, dann hat man, kann man sich eigentlich ganz sicher sein, dass man es ganz locker abbekommt. Dann hier den Connector rausmachen. Auch wieder mit dem Opening Tool. Dann kriegt man das Board raus. Aber aufpassen. Da ist das Display hinten. Ist hier noch mit verbunden. So. Jetzt kann man das Board zur Seite legen. Mit dem Opening Tool kriegt man jetzt hier das kaputte Display raus. Dann habe ich jetzt hier ein anderes. Das machen wir jetzt erstmal drauf. Dann setzt man das so wieder drauf. Aufpassen, dass hier das wieder rausguckt, damit man es wieder dran anschließen kann. Dann einfach draufklicken. Und das Teil dann jetzt auch wieder einfach draufklicken. Einfach mal überall, dass man es ein bisschen knacken hört. So, jetzt erstmal die Schrauben rein, wieder die 4 Schrauben. Dann noch den Akku rein, Deckel wieder hinten drauf und fertig. So, das war es auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann einfach Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren, so wie immer. Ja, und das war's. Ciao.